Guten Tag. Hallo. Wir springen sofort ins Spiel hinein. Es geht sofort los. Aber Moment, es springt. In wenigen Augenblicken. Jetzt. Ha! Ah, denn es hat ein Weilchen gedauert. Hallo. Denn das X-Bit-Aufnahmeprogramm ist schon seit ein paar Stunden an, aber ich habe jetzt halt schon eine ganze Weile nichts mehr aufgenommen und auf dieser Festplatte, beziehungsweise die Overlays, die ihr jetzt hier rechts links seht, die sind auf einer Festplatte, die nach einer halben Stunde Nichtbenutzung ausgeht. Ja, und ich war die ganze Zeit in diesem Screen hier. Und diese Datei hat er dann wohl im Arbeitsspeicher gehabt, nicht? Die läuft ja die ganze Zeit durch. Das ist so ein 10-Sekunden-Ding, was halt immer wieder loopt, also wie es sich wiederholt. Ja, dieses Schnörkel-Strömungs-MrPickTV-Bild. Und wenn ich jetzt aber hier umschalte auf diese Szene, dann muss er natürlich erstmal die anderen Overlays laden. Aber wenn die Festplatte im Ruhemodus ist, auf Standby, dann muss die erstmal wieder anfangen, auf vollen Touren zu drehen. Und dann kann der Schreiblesekopf an den gewünschten Ort rasen, um die Datei zu lesen. Warum erzähle ich das eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ihr fangt einfach an. Ja, und das hat eben halt einen Moment gedauert, bis die Platte wieder hochdreht. Und, ihr wisst schon. Wir sind hier wieder auf der total krassen Map hier. Varney Research Station Gold. Gold Action. Mit Hagakurek. In Arnsel. Hagar gegen Arne. Hagakurek gegen Arne. Zugeschickt von einem von euch. Ich weiß nicht, wer der Zuschickerer ist. Ich kenne den Namen. Kenne keine der beiden Namen. Lass mal Licht machen. Es ist ein bisschen düster hier in der Ecke. Es ist nicht gut für die Augen. Die beiden Monitore leuchten mich an und hier hinten ist alles dunkel. Also schon, da hinten ist aber auch noch hell. Es ist ganz gefährlich. Amy ist gerade im Kranzbaum am Schlafen und Alfred liegt oben. Ja, dass es schon ein bisschen düster ist, liegt jetzt, sieht man noch daran, dass hier der Rotstich ist. Ja? In dem Kamerabild. Weil die Webcam, wie gesagt, mit wenigem Licht nicht so gut klarkommt, wie zum Beispiel diese Webcam da, die mit wenig Licht gut klarkommt. Die hat einen guten... Ist schon. So, hier ein paar Rabacken. Ne, das ist das neue Wort. Rabacken. Gas. Bei Arne. Hier unten keins. Scouting. Oh, ist das super. Die treffen sich ja fast in der Mitte. Boah, Alter, ist das ja hier, ey. Guck dir das auf der Minimap an. Das war, ja gut, ich war auch ein bisschen daneben. Alter, da sind sie schon ziemlich identisch losgefahren. So, dafür gibt's hier Doppelgas bei Hagakurek. Dieses Spiel wurde mir als besonders empfehlenswert empfohlen vom Zusender. Es nennt sich Tim L. Hier, Baracken, Orbitale, hier noch nicht, etwas später, aber er musste natürlich auch erstmal hier mit dem Gas und so, das ist alles sehr kompliziert. So, der Schießmann hier muss losgehen. Alarm. SCV. Oh, mach die Luke noch wieder hoch. Der kommt doch raus. Ah, ja, schade, schade. Ah, hat sich hier versteckt. Ich will was hinbauen. So, was gibt's hier? Factory, zweites Gas von Arne. Heute endlich mal wieder lecker essen. Ah, Proxy Factory. Kein, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt beim Let's Play von Alien Invasion, Alien Isolation. Ich habe ja heute endlich mal wieder lecker Essen gemacht. Das meine war andere, war auch alles lecker in letzter Zeit. Viel fertig, so Tiefkühl und Pizza und Pommes, ne, mit Mayo. Und jetzt habe ich mal schön hier Fleisch paniert und Kartoffeln geschält. So, Starport, Techlab, Doppelgas, klingt nach Benji. Hier vorne, ja, ist die... Oh, der feine Herr.
Das ist aber mal hier ein Trick. Eieiei. Flughafen hinterhergebaut. Vorne die Marenas. 2020. APM-Spektakel hier. 30, 40. Hier geht es richtig los. Oh, Flughafen fertig. Jetzt hier, dann gibt es da und so. Jo, hebe ab. Ich habe übrigens gerade Didi auf vollen Touren hier nebenbei am Laufen. Wo er so ein bisschen dümmlich ist und dann den da, wo er denkt, er hätte nur Öl. Aber alle anderen denken, es ist schwer hochexplosiver Giftmüll. Aber es ist wirklich bloß Öl am Ende. Für die, die den Film so kennen, dann, ne, wo dann dieser Typ da von der Müllkippe bei ihm dann da einsteigt, da, dieser, der ihn da aufhalten soll, weil die Bullen schon auf der Kippe sind. Ne? Und dann kommt er langsam dahinter, dass das nur, dass es was anderes ist als das, was ihm gesagt wurde, ja. Nämlich kein Öl, nicht? Und dann versucht er ihn da halt das aus der Reserve zu locken, indem er dann da auf so einer bergigen, kurvigen Strecke da Gas gibt. Und dann, ne? Was schwitzt du denn so? Hast du Fieber? Der Spruch ist so gut. Eigentlich wollte ich ja Alien gucken auf DVD. Ja, ich habe meine DVD-Mappe vorhin durchgeblättert. Ich habe Alien 2, 3 und 4, aber ich habe nicht Alien 1. So, hier soll eine Echse gebaut werden. Ah, die Factory sieht er dann da natürlich noch nicht. Aber es ist ja, jetzt sieht das. Ja, Cloak Benji. Vorne Bunker. Er hat aber noch nicht gerafft, irgendwie, der Arne. Aber der Spruch ist echt. Was schwitzt du denn so? Hast du Fieber? Ja, hier schön am Widowmine bauen. Aber hier kommt jetzt ja die Benji angeflogen. Hier schön Marana. Schön drei Scans gleich drin. eBay. Ah, die Minen, die latschen hier einfach durch. Ist aber gar kein Problem. Oh, Raven hat er gebaut. Wie schlau. Ah, das war knapp. Jetzt kommt hier die Benji angeflogen. Arne mit der Benji, Junge. Aber auch Hagger hat die Benji. Einmal mit, einmal ohne Cloak. Na, Echse hier gibt's nicht. Micro, Junge. Traumhaft. Ja, Tank. Hier die Benji, 8 Kills. Ein paar Baracken, Turret, hab ja 600 Kohle gehabt. Oh. Benji haut ab, als er die Marana am Anlatschen sieht. Hier noch eine. Und hier. Schieß doch, Mann! Ah, er will ihn hier anlocken. Ja, lock ihn an! Ja, der Noob! Bumm! Schon wieder Weiterbauverbot. Ah. Das ist, fällt mir. Ja, das stört mich nicht so, dass schon von hinten mal die Basis da abgeschossen wird. Ah, Barrack hier, Factory. Die brauche ich nicht wegfliegen. Die kann er ruhig abschießen. Brauche ich nicht. Ah, was soll's? Was kostet die Welt, Junge? Was haben sie denn jetzt hier? SUV 2021. CC hier aber. Na ja, Hager. Ruckeck. Ah. Das ist ein Spektakel hier, du. Schon wieder ein Depot kaputt.
Nein, die Marana kommen. So, und unten, was ist das jetzt hier? Noch ein SCV. Flughafen noch hier. Mine 4 Kills. CC mittlerweile aber fertig gebaut. Ein paar Baracken, 3 Stück hier vorne. Kein Gas mehr am Sammeln. 1000 Kohle bei Haga Kurek. Oh, Viking. Ah, hier die Benji mittlerweile vertrieben, hinten im Gestrüpp am Walde. Haha, natürlich. Wer kennt sie nicht? Ah, jetzt wird das Ganze mal hier abgerissen. Das hat er vorhin schon mit der Benji im Vorbeiflug gesehen, denke ich. Ah. In your face, Exe, senkt er sich. Ich bin Haga Kurek, Silke. Da baue ich dir mal eine Luke mitten in die Schnauze. So, was haben wir hier? CC da hinten. Tech Labs. Super, jetzt läuft doch das Gas wieder hier. 1000 Gas. Ah, fliege ich den Flughafen einfach darüber. Ist aber auch gar kein Problem. 5 Kills. Vielleicht knallt es eventuell nochmal. Ja, sehr clever, den Flughafen hier rüber zu fliegen. Und dann wieder wegzufliegen. Oh, jetzt kommt ein Turret, aber das wird geil. Ah. Komm, stell dich nochmal drauf hier. Arne. Ah. Auch geil, ne? Nochmal zu scannen, obwohl da ja eh. Naja, egal, Goldliga. Ja, diese Echse hier, die macht, die finde ich gut. Zu Hause ebenfalls, hier wird sich schon mal schön abgesichert mit Turrets, Bio, Stim, Factory, Starport hier unten nochmal neu gebaut. Plus 1 läuft und er hier ebenfalls Tank, Marine, Benji, Viking, Raven, alles. Supply Block auch. Ja, auch er hier mit einer neuen Echse, gleich hier schön mit Turret und jetzt geht sie gleich mal nach vorne und dann wird das gleich mal gesehen eventuell, was da rumsteht. Und er sich so am Denken hier, was ist das denn? Ah. Ah, die Turrets hier, sehr strong. Ah, die Benji. Wenn er Cloak hätte, könnte er das hier alles killen. Kacke. Wollte nochmal auf die Planetary klicken, weil die hat ja auch ordentlich einen abgestrahlt hier. Die ganzen Marines. Der Turret hier war auch richtig gut. Also im Strich hat es sich fast gelohnt, das da hinzubauen. Ja! Die Super Benji! Und hier das Viking hier unten. Auch kaputt. Ja, Bio gegen Tank. Bio. Hat auch schon 1-0, aber noch kein Stim. Aber Schilde hat er immerhin schon mal. So, hier nochmal ein paar Baracken. Natürlich. Och, die Benji. Brauchen wir also Schrott. Ja, hier auch plus 1. 1er Armor. Switch. Hier Reaktor, Flughafen, Medivacs. Noch eine Baracke gebaut, 1000 Kohle hier, 1000, 2000 ist kein Problem. Ich bin Terra, ich hab Geld. Was mal hier gescannt und geguckt. Was hat er denn, mein Kollege? 63, 67 Suplo und hier vorne. Marana, den fehlt noch das Schild. Sim! Ja! Stimon tot! Wundervolles Spiel. Schnell abhauen. Oh Gott, jetzt geht's ab. 1000, 2000 Kohle, 1000 Gas. Noch ein paar Marana schnell bauen hier. Marenas. Moreno Morado. So, kann Medivac das jetzt hier halten? Ja, Medivac. Ja, man muss hier auf die Steine schießen. Ah, was ist das denn für einer? Ah,
auf die Steine geschossen. Ja, ist natürlich nicht so clever. 2000 Minerals, noch mehr Baracken. Und hier ein paar Marines. Planetary. Doom Drop mit zwei Buden. Hütten, Flugzeugen. APM, wir schauen nochmal. 40 zu 60, hier 70. Er gibt ja alles, aber nützt nichts. Ah, hier ran in die Torre, Stim. Die flippen völlig aus, die Jungs hier von Naga Korrektuckel. Ah, die Leuchtstrahlgeschosse, die Bomben hier, Marodos hier und... Ah, Stim. Traumhafte. Ah, Stim. Ja, hier schön. Jetzt gibt's den Konterdrop aus der Hölle. Ah, nochmal auf den Panzer drauf gedroppt. Wunderbar. Und nochmal Stim. Und hier unten das Reinforcement hier. Richtig geil. Ja, aber Arne kann nochmal klären. Hat aber seine Echse verloren. Aber er hat ja noch die hier vorne. Darf man nicht vergessen. Auch da ins dritte Base. Also das ist ja hier, also. Micro, Makro. Wundervoll. Jetzt gibt es Schild-Upgrade, CC, Mine, Reaktor. Ah, sehr gut hier. Das beides frontal, schön beieinander. So, Doom Drop, aber hier hat er vorgesorgt. Wenn er Pech hat, hier auch. Naja, er will hier direkt dazwischen ausklappen und das... Meistens nicht so gut. Hier vorne war auch irgendwas. Ich glaube, hier war auch, ja, Dropship, irgendwas ist da explodiert. So, geklärt mit SEV Power und Marine Support. Beide rücken nochmal aus. Ich glaube, der Blaue gewinnt. Mir wieder ganz geschickt aneinander vorbei. Aber er hat es gesehen, er kann sie abreißen unterwegs. Ah, hat das Stim verpasst. Nochmal tanken hier, siegen den Tank. Jawohl. Aber jetzt kommt Haga Kurekel gleich um die Ecke mit seiner riesigen Superarmee Morenos. Mit ein paar Maranern. Beziehungsweise Morodos. Wir haben wieder die alte Fachsprache aufleben lassen. Aber es gibt wieder Doom Drop. Hat sich so schön hingestellt hier mit seinem Panzer, aber jetzt geht's hier wieder ab. Genau hier zwischen. Da geht's gleich ab. Na. Ist sie wie sofort explodiert. Mittlerweile auch mit Schilden hier, die Jungs. Ah. Schade. Ein super Spiel von Haga, aber auch von Arne. Auch nochmal gut, der Move hier unten die Units gesammelt hat, anstatt sie hier alle hoch zu rallyen, dann wären sie also nacheinander gestorben. Er wollte erst unten was sammeln, das war gut. Aber Haga Kurekel hier in der Masse einfach zu stark, was hier hochströmt. Hier guck mal an, hier der Strom und ja auch hier Ex ist schon wieder, also nee. SCV nochmal vorne zum Blocken in den Tunnel gesteckt hier, aber hier da die SCVs, hier haben nichts genützt. Die letzten Marines explodieren. 36 Supply.
Ja, wenn er gleich mit seinem Frontalangriff hier noch losstürmt, dann ist, glaube ich, Feierabend. Und sagt der Panzer, ach, der steht da. Oh, jetzt versucht er sich hier. Oh, jetzt wird sogar noch ganz elegant hier von. Ah, dass er jetzt hier vielleicht hier von der Seite reinrennt und von unten noch hochkommt. Und aus der Main. Oh, jetzt wird aber hier dann doch wieder alles auf einen Haufen geströmt. Ich dachte, er würde jetzt hier nicht durch alle Schlitze nochmal durchgefetzt kommen. GG von Arne. Hagarok Heckel hat gewonnen. Das war aber auch. Aber allein der Trick am Anfang hier schon mit der Factory, das war schon gut. Und dann auch noch dieser Trick hier, den die Pilotin hier, die Benji hier in den Turret reingelockt hat, das war schon also hervorragend. Hervorragend, Junge! Amy! Amy! Ich mach mal Schläfchen. Schlaf mal weiter. Gut, Leute, das war hier Tim L., der gute Hager Koreckel. In einem unfassbaren TVT-Spektakel. Mein Gott, war das. Also, wenn ich so könnte, halb so gut wie die, dann wäre ich schon GM. Alter. Boah. Boah. Geil.